Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute testen wir wieder mal ein Amazon-Produkt. Ich habe mehrere Sachen, wie gesagt, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, bestellt. Keine Ahnung, was hier drin ist. Ich würde sagen, wir machen es einfach auf, schauen rein und probieren es einfach aus. Das letzte Testvideo verlinke ich euch unten wieder in der Infobox. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was wir hier haben. Ah, richtig geil. Ich habe hier zwei Farben. Lipgloss ist es. Ich zeige es euch mal. Einmal in dunkelrot und rosa. Ich packe es mal aus, dann sieht man es vielleicht besser. Einmal in diesem Rot. In diesem Rosa. Ja, und ich würde sagen, wir probieren die auch direkt aus. Ich würde sagen, wir fangen mit dem hellen an und schauen uns einfach mal an, wie der denn so ist. So sieht das Ganze aus. Und wir probieren es einfach aus. Irgendwie fühlt sich das echt merkwürdig an. Die sind matt. Matte Lipgloss. Deswegen hatte ich die bestellt zum Ausprobieren. Weil ich einfach mal wissen wollte, wie so matte Lipgloss sind. Oh nein! So sieht der aus. Richtig matt und ich muss sagen, für den Preis, er war nicht teuer, also für den Preis finde ich ihn echt gut. Man kann schöne gerade Linien ziehen, was man natürlich noch machen kann mit einem Lip Liner, das verfeinern. Das haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir wollen ja nur das Produkt testen. Ja, und dann würde ich sagen, dann machen wir dasselbe noch mit dem dunkelroten. Da bin ich wieder. Ich muss euch was sagen, wie ihr seht, ich habe es nicht abgekriegt. Also wenn ihr einen Lippenstift wollt, beziehungsweise ist es ja ein Lipgloss mit matter Farbe, der lange hält, weil ihr den ganzen Abend unterwegs seid oder was weiß ich, oder den ganzen Tag, nehmt diesen. Ihr seht, es ist immer noch ein bisschen drauf, aber wir wollen ja weitermachen. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich es wegkriegen soll, nehmen wir jetzt einfach die rote Farbe. Machen die drauf. Ich hoffe, dass ich die dann irgendwann heute Abend wieder abkriege. Also der Test ist schon mal gut, dass es nicht abgeht so leicht. Jetzt nochmal die rote Farbe. Und los geht's. Das ist nun der dunkelrote. Lasst euch nicht irritieren, weil ja von vorher noch ein bisschen was hier ist, weil ich es nicht abgekriegt habe. Ihr seht, klebt es. Ja, das ist der dunkelrote. Ihr dürft gerne unten in den Kommentaren reinschreiben, eure Meinung zu den zwei. Wie gesagt, meine Meinung ist, er wird auf jeden Fall lange halten, denn ich habe ihn eben gar nicht abbekommen. Und das hat natürlich einen Vorteil, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, keine Lust hat, sich nach dem Essen, Trinken jedes Mal den Lippenstift wieder aufzutragen. Und ansonsten, wenn ihr mehr so Videos sehen wollt, wo wir Produkte testen, macht die Daumen nach oben und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Video. Bis dann.